Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Heute im Studio Judith Rakers. Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie zur Tagesschau. Das westafrikanische Land Burkina Faso ist von einem Terroranschlag erschüttert worden. Mutmaßliche Islamisten griffen ein bei westlichen Gästen beliebtes Luxushotel und ein Restaurant an. Dabei kamen mindestens 26 Menschen ums Leben, unter ihnen viele Ausländer. Die Angreifer hatten die Gebäude in der Hauptstadt Ouagadougou gestern Abend gestürmt und mehr als 120 Menschen in ihre Gewalt gebracht. Burkina Faso grenzt an Mali, wo es im November einen ähnlichen Anschlag gegeben hat. Bislang galt es als relativ sicheres Land. Burkina Faso ist eines der ärmsten Länder der Welt und hat knapp 19 Millionen Einwohner. Seine Fläche ist etwa so groß wie die Großbritanniens. Vorherrschende Religion ist der Islam. Es gibt aber eine starke christliche Minderheit. Burkina Faso lebt zu einem Großteil von Zuschüssen und Auslandskrediten. Sie machen etwa 70% des Staatshaushaltes aus. Einnahmequelle ist vor allem die Landwirtschaft. Stundenlang waren sie unter Beschuss, mussten um ihr Leben fürchten. Die Hotel- und Restaurantgäste sind völlig verängstigt. Es waren Männer mit schweren Waffen. Wir haben uns versteckt, aber um uns herum wurde geschossen, die ganze Nacht lang. Zum Glück hat uns das Militär dann befreit. Alles begann am Freitagabend gegen 19 Uhr. Terroristen setzen zunächst ein Restaurant in Brand, dann greifen sie das benachbarte Splendid Hotel an. Beide Orte sind auch bei Ausländern beliebt. Stundenlang liefern sich die Sicherheitskräfte Gefechte mit den Angreifern. Unterstützt werden sie von französischen und amerikanischen Spezialeinheiten. Nach etwa 12 Stunden ist die Geiselnahme beendet. Es heißt, 3 Terroristen seien getötet worden, unter ihnen wohl auch 2 Frauen. Am Morgen durchkämmen Sicherheitskräfte ein Gebäude nach dem anderen in der Umgebung, auf der Suche nach weiteren Angreifern. Tatsächlich soll einer der Terroristen in ein benachbartes Hotel geflüchtet sein. Mittlerweile wurde wohl auch dieser Täter getötet. Wie viele Geiseln genau ums Leben kamen und aus welchen Ländern, ist bisher noch unklar. Klar ist nur, das berichten Überlebende, dass die Angreifer äußerst brutal vorgingen. Wir haben uns alle auf den Boden gelegt. Sobald einer den Kopf gehoben hat, haben sie geschossen. Meine Schwester und ich haben so getan, als wären wir tot. Die sind sogar gekommen und haben unsere Füße gehoben, um zu sehen, ob wir tot sind. Zu dem Anschlag bekannte sich eine islamistische Gruppe mit Verbindungen zur Al-Qaida. Es ist genau jene Gruppe, die vor 2 Monaten einen ähnlichen Anschlag im benachbarten Mali verübt hat. Zu dem Terroranschlag in Burkina Faso jetzt live aus Nairobi meine Kollegin Shafah Lahi. Menschen sitzen in ihrem Hotelzimmer, im Restaurant, beim Essen und wehren sich in Sicherheit. Es ist mal wieder ein Angriff auf die Freiheit, ein Angriff auf den so verhassten westlichen Lebensstil. In Burkina Faso ist es der erste islamistische Anschlag. Er ähnelt einem auf ein Hotel in Mali, er erinnert an Paris. So wie Mali ist auch Burkina Faso eine ehemalige Kolonie Frankreichs. Die beiden Länder haben noch enge Verbindungen. So sind beispielsweise französische Soldaten in Burkina Faso stationiert im Kampf gegen den Terror in der Region. Der Anschlag ist also mal wieder ein Schlag gegen Frankreich. Aber mehr noch. Burkina Faso hatte gerade friedliche Wahlen. Die ersten demokratischen Wahlen nach 55 Jahren. Das Land befindet sich also in einer sensiblen Phase. Der Anschlag kann und soll Burkina Faso destabilisieren, so wie die Nachbarländer. Die Gefahr besteht. Und damit zurück zu Judith Rakers. Bundesfinanzminister Schäuble ist mit seinem Vorschlag einer EU-weiten Sonderabgabe zur Bewältigung der Flüchtlingskrise auf breiten Widerstand gestoßen. Schäuble hatte der Süddeutschen Zeitung gesagt, denkbar sei, dass die EU-Mitgliedstaaten eine Abgabe auf Benzin vereinbaren. Die Sicherung der EU-Außengrenzen dürfe nicht an fehlendem Geld scheitern. Kritik kam sowohl aus den eigenen Reihen als auch vom Koalitionspartner SPD. Aus Sicht der CDU-Spitze ist der Vorschlag vom Tisch. Geschafft. Sie haben überlebt. Nach Angaben des UNHCR kamen in den ersten 2 Wochen des Jahres im Schnitt täglich 1.700 Menschen aus der Türkei. Das waren halb so viele Flüchtlinge wie im Dezember. Aber noch immer fehlen europaweit die Mittel, Flüchtlinge auch überall menschenwürdig zu versorgen. Im Streit, wie Europa das Geld dafür aufbringt, schlägt Bundesfinanzminister Schäuble jetzt vor,
Wenn die Mittel in den nationalen Haushalten und im europäischen Haushalt nicht ausreichen, dann lass uns zum Beispiel vereinbaren, dass wir eine Abgabe auf jeden Liter Benzin in einer bestimmten Höhe erheben. Wenn irgendeiner nicht bereit ist, was zu bezahlen, bin ich trotzdem bereit, es zu tun. Dann bilden wir eine Koalition der Willigen. Die Ölpreise sind im Keller. Europas Autofahrer genießen einen unverhofften Preisrabatt. Davon ließe sich leicht ein Teil für die Flüchtlinge abzweigen, so Schäubles Kalkül. Für Deutschland gelte das nicht, schränkte die wahlkämpfende CDU-Vorsitzende in Rheinland-Pfalz am Nachmittag ein. Es wird keine Abgabe auf Benzin geben. Da bin ich mir mit Herrn Schäuble auch einig. Ich habe mit ihm telefoniert. Denn unsere vielen Pendlerinnen und Pendler, die zur Arbeit fahren, die auch die Steuern erwirtschaften in diesem Land, die müssen nicht diese Zeche zahlen. Auch die SPD weist den Vorschlag zurück. Ich halte diesen Vorschlag für völligen Quatsch. Erstens haben wir eine gute Konjunkturlage, wir haben vernünftige Steuereinnahmen. Von daher gibt es dafür überhaupt keine Notwendigkeit in der jetzigen Zeit und ich verstehe den Vorschlag überhaupt nicht. Laut Koalitionsvertrag kann es in dieser Wahlperiode keine Steuererhöhungen geben. Das wäre auch schwer vermittelbar bei Milliardenüberschüssen im Bundeshaushalt. Schäubles Vorschlag zielt wohl eher auf jene EU-Partner, die sich bisher bei der Flüchtlingsverteilung und bei den Kosten zurückgehalten haben. Bundeskanzlerin Merkel sieht eine EU-Mitgliedschaft der Türkei noch in weiter Ferne, ungeachtet der engeren Zusammenarbeit in der Flüchtlingskrise. In ihrer wöchentlichen Videobotschaft wollte sie keine Jahreszahl für einen Beitritt nennen. Der Prozess sei von beiden Seiten offen angelegt. Deutschland und die Türkei müssten jetzt im Kampf gegen den Terror zusammenstehen. Zudem müsse die Situation der Flüchtlinge in der Türkei verbessert werden. Nach dem Anschlag in Istanbul sind die 10 deutschen Todesopfer nach Deutschland gebracht worden. Ein Airbus der Luftwaffe landete am späten Nachmittag mit den Särgen an Bord auf dem Flughafen Berlin-Tegel. Ein Selbstmordattentäter hatte am Dienstag in der türkischen Metropole die deutschen Urlauber mit in den Tod gerissen. 7 wurden verletzt. Die Türkei macht die IS-Terrormiliz für den Anschlag verantwortlich. Auch das Bundeskriminalamt geht davon aus. In Wien wird der abschließende Bericht der Internationalen Atomenergiebehörde zum Iran erwartet. Es geht darum, ob Teheran seinen Verpflichtungen zum Rückbau des Atomprogramms nachgekommen ist. Fällt der Bericht positiv aus, dürften die Sanktionen schrittweise aufgehoben werden. Nach Angaben von Diplomaten müssen noch Detailfragen geklärt werden. Mehrere Agenturen berichten unterdessen von einem Gefangenenaustausch zwischen dem Iran und den USA. Taiwan steht vor einem Machtwechsel. Die bisherige Oppositionspolitikerin Tsai Ing-wen hat die Präsidentenwahl mit klarer Mehrheit gewonnen. Ihre Fortschrittspartei gewann zugleich erstmals die Mehrheit im neuen Parlament. Das Wahlergebnis könnte den jahrzehntealten Konflikt mit China neu entfachen, das Taiwan als abtrünnige Provinz betrachtet. Tsai sagte nach ihrem Sieg, sie werde die Eigenständigkeit und die Interessen Taiwans gegenüber Peking verteidigen. Sie wird die erste Frau an der Staatsspitze Taiwans, Tsai Ing-wen. Die 59-Jährige und ihre Anhänger jagen die China-freundliche Vorgängerregierung förmlich davon. Mit großer Mehrheit. Wir alle wünschen uns Sicherheit und Stabilität im Verhältnis zu China. Dafür müssen sich beide Seiten anstrengen. Ich verspreche, den Status quo beizubehalten. Der Wählerauftrag an Tsai ist klar: die Wirtschaft stärken, für höhere Löhne und bezahlbaren Wohnraum sorgen, aber auch eine weitere Anlehnung an China verhindern. Taiwan sollte seine Identität bewahren und sich nicht von China beeinflussen lassen. 8 Jahre Kuschelpolitik mit Peking werden der bisher regierenden Kuomintang und Kandidat Eric Chu zum Verhängnis. Die zahlreichen Handelsabkommen gingen den Taiwanern zu weit. Sie profitierten auch kaum davon. Demütig kündigt Chu seinen Rücktritt an. Ich habe euch enttäuscht. Die Kuomintang hat die Wahl verloren. Wir sind unserer Verantwortung dieser Nation gegenüber nicht gerecht geworden. Nun drohen wieder Misstöne, denn in Peking unterstellt man Tsai, sie wolle Taiwan auch formal in die Unabhängigkeit führen. Der große Verlierer dieser Wahl heißt China. Lange hat es versucht, Taiwan einzuimpfen, dass sich engere Beziehungen lohnen, politisch wie ökonomisch. Es hat nicht funktioniert. Und die große Frage ist nun, wie werden die Herrscher in Peking reagieren? Die Grüne Woche in Berlin ist heute für Besucher geöffnet worden.
Themenschwerpunkte sind auch in diesem Jahr wieder der Hunger auf der Welt und die Ernährung von immer mehr Menschen. Umwelt- und Agrarverbände sehen die Landwirtschaft an einem Scheideweg. Politische Botschaften um Massentierhaltung und genmanipulierten Anbau gab es vor dem Messegelände. Am Rande der weltgrößten Agrarmesse nahmen tausende Menschen aus dem gesamten Bundesgebiet an einer Demonstration teil. Sie sind hunderte von Kilometern auf ihren Treckern nach Berlin gefahren. Diese Bauern fordern die Einführung einer Herkunftskennzeichnung für Fleisch- und Milchprodukte und ein Verbot des Einsatzes von Gentechnik in der Landwirtschaft. Zudem richtet sich der Protest gegen große Masttieranlagen. Dem Demonstrationszug schlossen sich zahlreiche Verbände, Umwelt- und Tierschutzorganisationen an. Wir wollen diesen Schulterschluss zeigen zwischen Verbraucherinnen und Verbrauchern und Bäuerinnen und Bauern. Die Bauern sind bereit, neue Wege zu gehen. Wir wollen ökologischere Landwirtschaft. Wir wollen artgerechte Tierhaltung. Am Vormittag hatten die Bauern ihren kritischen Agrarbericht vor dem Bundeslandwirtschaftsministerium überreicht. Der zuständige Minister aber hält wegen der Versorgung der stetig wachsenden Weltbevölkerung eine intensive Landwirtschaft für unverzichtbar. Ich muss diejenigen enttäuschen, die der Meinung sind, man könnte Landwirtschaft in ihrer Intensität nicht mehr weiter betreiben. Die Initiatoren sehen keinen Widerspruch zwischen ökologischer und konventioneller Landwirtschaft. Ihr Protest richtet sich gegen die Agrarindustrie. Es geht darum, ist die Zivilgesellschaft unser Partner oder die Agrarindustrie? Und wir setzen auf die Zivilgesellschaft. Der geforderte Schulterschluss mit den Bauern würde am Ende wohl auf Kosten der Verbraucher gehen. Und zwar mit höheren Lebensmittelpreisen. Über Probleme der Landwirtschaft und mögliche Lösungen finden Sie auf tagesschau.de ein Interview mit einem, der Bauer und Agrarwissenschaftler ist. Die deutsche Handballnationalmannschaft hat ihr Auftaktspiel bei der Europameisterschaft in Polen verloren. Das Team von Trainer Sigurdsson unterlag in der Gruppe C Spanien mit 29:32. Am Ende stand dem Bundestrainer Sigurdsson die Enttäuschung über die Auftaktniederlage gegen Spanien ins Gesicht geschrieben. Denn es hatte so gut begonnen. Die ersatzgeschwächte deutsche Mannschaft zeigte auch ohne vier verletzte Stammspieler keinen Respekt vor dem zweifachen Weltmeister und lag in der Anfangsphase verdient in Führung, Pekeler zum 4:2. Sogar in Unterzahl funktionierte das deutsche Angriffsspiel. 9:7 die Führung nach 11 Minuten. Der verletzt zuschauende Kapitän Uwe Gensheimer sah dann aber erste Unkonzentriertheiten, die von den Spaniern zu 4 Toren in Folge und zu einer Pausenführung von 18:15 genutzt wurden. Die ernste Miene bei der deutschen Führungsriege auf der Tribüne änderte sich in der zweiten Halbzeit. Das deutsche Team zeigte Moral und Kampfgeist, hatte mit Andreas Wolf einen starken Rückhalt im Tor. Aber das reichte am Ende nicht. Spanien siegte mit 32:29. Das deutsche Team steht damit vor dem zweiten Spiel am Montag gegen Schweden bereits unter Erfolgsdruck. Biathlet Erik Lesser hat beim Massenstart in Ruhpolding seinen zweiten Weltcupsieg gefeiert. Der 27-Jährige gewann nach 15 Kilometern vor dem Franzosen Martin Fourcade und Jewgeni Garanitschew aus Russland. Erik Lesser hat lange auf diesen Moment warten müssen. Der Verfolgungsweltmeister ist wegen diverser Verletzungen schwer in die Saison gekommen. Jetzt ist er wieder da, wo er hingehört, vorne. Beim letzten Schießen zeigt der Thüringer keine Nerven, die Konkurrenz patzt er nicht. 20 Schuss, 20 Treffer, zur Begeisterung von Trainer und Fans. Auch läuferisch ist Erik Lesser wieder stark. Er lässt sich nicht mehr einholen und gewinnt den Massenstart von Ruhpolding vor Martin Fourcade aus Frankreich und dem Russen Jewgeni Garanitschew. Simon Schemp wird Sechster. Auch bei den Damen strahlende Gesichter, 3 deutsche Frauen unter den ersten 5. Franziska Hildebrandt und Laura Dahlmeier verpassen den Sieg, als sie beide den letzten Schuss daneben setzen. So gewinnt die Tschechin Gabriela Sukalova vor Hildebrandt und Dahlmeier. Maren Hammerschmidt wird Fünfte. Die Lottozahlen: 9, 21, 23, 31, 34, 39, Superzahl 8. Diese Angaben sind wie immer ohne Gewähr. Weitere Gewinnzahlen finden Sie auf tagesschau.de und im ARD-Text ab Tafel 580. Und nun die Wettervorhersage für morgen Sonntag, den 17. Januar. Das Schneetreiben verlagert sich Richtung Südosten, während es von Westen morgen unter Hochdruckeinfluss freundlicher wird.
Teilweise kräftige Schneefälle gibt es heute Nacht besonders im Osten und Südosten, wo es auch am Tag gebietsweise schneit. An den Nordseiten der Mittelgebirge und am Alpenrand auch langanhaltend. Richtung Westen und Nordwesten oft trocken, dort scheint regional auch längere Zeit die Sonne. Heute Nacht wird es überall frostig, bis minus 7 Grad im Bergland. Auch morgen verbreitet leichter Frost oder Werte um den Gefrierpunkt. Am Montag dann im ganzen Land ruhiges, oft auch sonniges Winterwetter, das Ganze bei Dauerfrost. In den folgenden Tagen nicht mehr ganz so kalt, aber es wird wieder unbeständiger. Am Dienstag erst im Süden, am Mittwoch auch im übrigen Land. Um 22.45 Uhr begrüßt sie Kare Mioska zu diesen Tagesthemen. Terror in Burkina Faso, Hintergründe zur Geiselnahme sowie Grenzkontrollen, warum Deutschland jetzt manche Flüchtlinge zurückschickt. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.